Hallo und herzlich willkommen bei Privat. Ich sitze hier in der EURAG, der Europäischen Akademie in Bozen. Zu Gast ist Ulrike Oberhammer. Und bevor sie hier Platz nimmt, darf ich sie kurz vorstellen. Ulrike Oberhammer ist in Bruneck aufgewachsen. Sie arbeitete bis vor kurzem in einer Kanzlei in Bozen. Nun hat sich die Rechtsanwältin selbstständig gemacht. Im September 2019 wurde Ulrike Oberhammer als Präsidentin des Beirates für Chancengleichheit bestätigt. Der Landesbeirat für Chancengleichheit für Frauen wurde im Jahr 1989 als beratendes Organ der Landesregierung in Sachen Geschlechtergleichstellung und Frauenförderung eingesetzt. Ulrike Oberhammer ist verheiratet und lebt in Bozen und Bruneck. Herzlich willkommen, Frau Oberhammer. Schön, dass Sie da sind. Ich freue mich sehr auf das Gespräch. Warum genau sind wir jetzt hier in der EURAG? Dieser Ort hat etwas mit Ihrer Arbeit zu tun, nehme ich an, oder? Ja, einen schönen guten Abend. Danke für die Einladung. Ja, die EURAG hat mit meiner Tätigkeit als Präsidentin des Landesbeirates für Chancengleichheit für Frauen zu tun. Wir haben die EURAG beauftragt, im Namen des Beirates eine Studie über Frauen in der Gemeindepolitik auszuarbeiten. Wir haben hier auch schon 2 Workshops zu diesem Thema gehabt, einmal in Präsenz und einmal online. Und wir wollen wissen, was wir tun können und sollen, damit mehr Frauen in den Gemeindestuben gewählt werden und damit auch mitreden können. Und da gibt es schon erste Ergebnisse? Da gibt es schon erste spannende Ergebnisse. Wir haben da auch erfahrene Bürgermeisterinnen dabei, erfahrene Gemeindereferentinnen, aber auch junge Frauen, die zum ersten Mal ein Mandat innehaben. Und dieser Austausch ist sehr spannend. Wir werden ein bisschen ausgiebiger oder eingehender darüber sprechen, denn es ist ja oft so, dass Frauen sich nicht trauen, hat man zumindest den Eindruck, weil viele sagen, na, das möchte ich nicht, ich möchte mich nicht exponieren. Männer tun sich da ganz offensichtlich leichter. Aber warum das so ist, das werden wir im Laufe des Gesprächs noch ein wenig erörtern. Kommen wir zunächst zu Ihnen, Frau Oberhammer. Die Mama ist Köchin, der Vater Kellner in einer Disco- und Weinvertreter. Sie haben 2 Geschwister und kommen aus Montal bei St. Lorenzen, in der Nähe von Bruneck. Ja. Für alle, die was nicht wissen, wo Montal bei St. Lorenzen ist, so wie der Unterfertigte. Mittelschule in Bruneck, Oberschule in Bruneck und Brixen, Jura studiert, ein Auslandssemester in Pamplona, Spanien und danach die obligatorische Praktikumsphase mit Staatsprüfung, also eine ganz klassische Ausbildung zur Anwältin. Während dieser Ausbildung gab es eine Frau, die Sie besonders geprägt hat. Ich glaube, das war Lucia Atina, eine Oberschullehrerin. Ist das richtig? Ja, Lucia Atina war meine Rechtskundelehrerin in der Oberschule in Brixen. Und sie war eine junge Lehrerin, die mit riesigem Engagement und mit viel Leidenschaft unterrichtet hat. Und mich hat bei ihr fasziniert, dass sie sich so gut auskannte, dass sie ein großes Wissen hatte und dass sie eine Person ist, die lösungsorientiert ist. Sie hat uns immer erklärt, wieso und warum gewisse Dinge so sind. Denn wir waren eine sehr fleißige und man kann sagen fast schon eine Streberklasse. Also wir haben viel gelernt und wir haben immer die Dinge hinterfragt. Und das hat mir sehr gefallen, dass sie uns da helfen konnte und eine Antwort geben konnte. Ging es da auch schon ein bisschen um das Thema Gerechtigkeit oder war das diese lösungsorientierte Zielstrebigkeit, die Sie fasziniert hat? Auch das Thema Gerechtigkeit. Also Rechtswissenschaften haben ja auch mit Gerechtigkeit zu tun. Viele Menschen kommen ja zum Anwalt, zur Anwältin, weil sie Gerechtigkeit erfahren möchten, weil sie sich ungerecht behandelt fühlen. Und das hat mich schon eben seit der Oberschule begleitet. Nun, ich habe den Eindruck, dass in den letzten 2 Jahren durch diese Pandemie der Begriff Gerechtigkeit manchmal etwas verzerrt dargestellt wird, zumindest in der Selbstwahrnehmung bei manchen, die sich medial äußern, zu bestimmten Themen, die diese Pandemie nun mal in den Vordergrund gespielt hat. Erleben Sie auch so eine Art zunehmenden Egoismus, wenn es darum geht, sein eigenes Recht einzufordern? Also haben wir verlernt, durch diese Pandemie einen Schritt zurückzumachen und auf die anderen, den anderen zuzugehen, zu sagen, okay, wir werden eine Lösung finden? Ja, Corona hat das aufgezeigt. Es ist ein ganz großes Thema geworden. Viele denken dann nur an sich. Sie denken nicht an die Gesellschaft, an die Allgemeinheit, dass ich gewisse Verhaltensweisen, die ich haben sollte oder haben kann, auch andere schützen kann. Und es wird viel zu wenig hinterfragt und auch bei den anderen nachgefragt, wieso und warum sie einer Meinung sind. Ich denke, das Miteinander reden, das Kommunizieren, das haben viele verlernt und das wäre sehr wichtig, um auch die andere Seite zu verstehen und auch Argumente zu finden, dann vielleicht die Gegenseite davon zu überzeugen, dass die eigene Meinung dann doch oft nicht die richtige ist.
Das heißt, Gerechtigkeit hat mit Sensibilität zu tun. Mit Sensibilität, mit Empathie zu verstehen, zu hinterfragen und auch eine Hilfe anzubieten. Mhm. Nur dann werden wir gemeinsam eine Lösung finden, so nach diesem Motto. Ja. Mhm. Das war dann wahrscheinlich auch so ein bisschen die Inspiration fürs Studium. Sie haben dieses erfolgreich beendet, eben auch mit einem Abschluss, mit einem Auslandssemester in Pamplona, darüber sprechen wir noch. Aber der Titel Ihrer Diplomarbeit, der hat mich neugierig gemacht. Dieser lautete, wenn ich ihn richtig wiedergebe, die Entstehung und Entwicklung der Menschenrechte im christlich-abendländischen und arabischen Kulturkreis. Islamisch-arabischen Kulturkreis, muss ich wahrscheinlich ergänzend hinzufügen. Ja. Wie kommt man auf die Idee, so eine Diplomarbeit zu schreiben? Das war ja damals ein Thema, das noch nicht so im Fokus stand und es gab dementsprechend wenig wissenschaftliche Literatur dazu, oder? Ich habe als junges Mädchen mit 16 Jahren ein Buch gelesen über zwei junge Mädchen, die in Frankreich aufgewachsen sind und die der Meinung war, mit ihren Eltern in den Urlaub zu fahren, zu den Großeltern in den arabischen Raum. Sie wurden dort aber zwangsverheiratet und hatten ein ganz schwieriges Schicksal. Sie haben dann ganz junge auch Kinder bekommen und ihnen ist es gelungen, zu flüchten und dann wieder ein freies Leben zu führen. Und mich hat das schockiert, ich war gleich alt. Und seit diesem Zeitpunkt habe ich ganz viele Bücher gelesen, die sich mit diesem Thema beschäftigt haben. Ich habe auch in Spanien während meinem Auslandssemester eine Prüfung im Bereich Menschenrechte abgelegt. Das hat mich immer schon fasziniert. Und ich musste mich dann, oder ich wollte dann unbedingt in diesem Bereich die Diplomarbeit schreiben und musste wählen, oder für mich selbst habe ich mir zwei Themen zur Wahl gestellt: die Todesstrafe in Amerika und eben die Rechte der Frauen im Islam. Ich habe mich dann für das zweite Thema entschieden, weil ich es spannender gefunden habe. Aber es gab damals noch wenig wissenschaftliche Literatur. Alle, die darüber geschrieben haben, die wurden verfolgt, bedroht oder auch ermordet. Und deshalb war es ganz schwierig, hier auch dann wirklich die Arbeit fertigzustellen. Und was haben Sie für sich da entdeckt? Dass es eine Frage der Kultur ist, um wieder diese Sensibilität von vorhin anzusprechen, dass Frauen gleichberechtigt behandelt werden wie Männer, gerade im arabischen Kulturkreis? Es ist eigentlich so, dass auch in der Scharia, also im islamischen Recht, das angewendet wird, auch dort Rechte der Frauen verankert sind. Das ist nur viel zu wenig bekannt und es wird auch von vielen nicht so interpretiert. Also der Islam könnte durchaus auch viel moderner sein, als er jetzt ist. Und mich hat es einfach fasziniert, dass auch die Menschenrechte, also Menschen haben ja dafür gekämpft, auch in der Französischen Revolution, die Bill of Rights, auch unsere Verfassung, Menschen haben ja dafür gekämpft, dass es uns insgesamt besser geht. Und ich habe einfach gemerkt, man kann auch Menschen helfen, wenn man sich in bestimmten Dingen auskennt, wenn man die Menschen auch über ihre Rechte informiert, die Menschen auch gut ausgebildet sind, oft fehlt es ja auch daran. Und wenn ich nicht informiert bin, dann weiß ich nicht, dass ich ein Recht habe und werde mich auch nicht dafür einsetzen. Bis vor kurzem haben Sie in der Kanzlei mit Manfred Julian, dem Kammerabgeordneten, gearbeitet als Anwältin. Sie haben Ihre Spezialgebiete schon ein bisschen angesprochen. Familienrecht, Verwaltungsrecht, Erbrecht, Strafrecht, glaube ich, sind Sie. Mittlerweile gibt es mehrere Zusatzausbildungen, die Sie abgeschlossen haben. Jetzt machen Sie sich selbstständig, Frau Oberhammer. Das heißt, Sie gründen Ihre eigene Kanzlei. Ein Schritt, eine logische Konsequenz in Ihrer beruflichen Laufbahn? Ja, sicherlich eine logische Konsequenz und ich habe die letzten zwei Jahre mit vielen Ausbildungen verbracht. Ich habe auch den Lehrgang für Gemeindesekretärinnen besucht, hatte jetzt im Herbst drei Prüfungen, die ich zum Glück auch erfolgreich abschließen konnte. Und ich habe gesagt, jetzt ist der richtige Zeitpunkt, den Sprung zu wagen und mich eben selbstständig zu machen mit einer Kollegin, die auch mit mir in der Kanzlei war. Oder war es auch ein Loslösungsprozess von einem, ich sage jetzt einmal, männerdominierten Ambiente? Weil da, soweit ich weiß, maßgeblich Herren waren oder sind in dieser Kanzlei. Oder sehe ich das falsch? Also das Ambiente der Rechtswissenschaften und der Anwälte ist grundsätzlich noch sehr männerdominiert. Mhm. Wir haben an den Gerichten mittlerweile mehr Frauen wie Männer. Aber in den Kanzleien sind doch noch viele Männer tätig. Das hat sicherlich auch damit zu tun, dass in unserem Job Familie und Beruf nicht so einfach vereinbar sind und dann meistens, wie halt in vielen anderen Bereichen, die Frauen zurückstecken müssen. Ich habe hier zu diesem Thema ein Zitat gefunden von Ihnen aus dem Wochenmagazin FF
Schauen Sie sich die Situation in meinem Sektor an, sagen Sie dort. Rechtsanwältinnen in Südtirol verdienen im Durchschnitt um 48% weniger als ihre Kollegen. In Zahlen ausgedrückt 38.500 Euro gegenüber 80.400 Euro im Jahr netto. Kein Pappenstiel. Zitat Ende. Das ist nach wie vor so, nehme ich an. Ja, wir haben eine nationale Vereinigung, die hat schon seit vielen Jahren immer wieder Untersuchungen gemacht in ganz Italien bezüglich der Lohnunterschiede. Auch auf die, es werden auch die unterschiedlichen Regionen geprüft, aber auch Männer und Frauen. Und da sieht man es wirklich schwarz auf weiß. Wir haben ja hier in Südtirol schon seit 11 Jahren den Equal Pay Day, den wir immer dann im April begehen, wo wir auch Informationsmaterial austauschen. Und in unserem Bereich gibt es schon seit vielen Jahren eben die Zahlen, die belegen, dass Frauen viel weniger verdienen wie die Männer. Ja, das hat auch mit den Bereichen zu tun. Das ist ja fast das Doppelte. Ja. Das ist unglaublich. War das auch ein bisschen der Ansporn, nach einer Nacht oder einem Tag des Überlegens 2009 Präsidentin des Landesbeirates für Chancengleichheit von Frauen zu werden? Für alle diejenigen, die nicht genau wissen, was dieser Beirat tut. Er wurde 1989 gegründet, vor etwas mehr als 30 Jahren, und ist ein beratendes Organ der Landesregierung in Sachen Geschlechtergleichstellung und Frauenförderung. Ich hoffe, ich habe es richtig zitiert, Frau Oberhammer. Sie haben aber am Anfang ein bisschen gehadert damit, oder warum haben Sie sich etwas Bedenkzeit auserbeten? Ja, ich wurde gefragt, ob ich im Beirat mitarbeiten möchte, und ich habe gesagt, das wäre natürlich eine spannende Aufgabe. Ich habe ja, wie Sie schon gesagt haben, im Bereich Menschenrechte und Frauenrechte meine Diplomarbeit geschrieben und habe mir gedacht, das ist sicherlich spannend, ich kann da auch etwas dazulernen. Als ich aber gefragt wurde, ob ich Präsidentin werde, habe ich schon einmal geschluckt. Das ist aber auch typisch Frau, Frau überlegt, und Mann sagt ganz oft gleich zu und überlegt dann nachher und muss dann vielleicht wieder aus dem einen oder anderen Grund absagen. Und auch meine Vorgängerin Julia Unterberg ist natürlich sehr bekannt, sehr erfahren. Und ja, ich habe schon im ersten Moment überlegt, kann ich mir das zutrauen, schaffe ich das? Ich war ja auch beruflich sehr eingespannt und ich habe überlegt und habe dann nach einer Nacht gesagt, nein, ich glaube, ich kann an dieser Position Frauen helfen, das liegt mir wirklich auch am Herzen, und habe gesagt, ja, ich mache das und bin seitdem eben dabei. Und 2019 wurden Sie wieder bestätigt im Amt. 30 Jahre habe ich eben schon gesagt, ich glaube 89 plus 30 wäre dann 2019 gewesen, und dann hat man das ein bisschen verschoben, auch pandemiebedingt. Auf jeden Fall hat sich in diesen 30 Jahren, rund 30 Jahren etwas verändert, oder sind die Themen eigentlich immer noch die gleichen, Frau Oberhammer? Die Themen sind die großen Themen sind immer noch die gleichen. Es sind natürlich andere Themen dazugekommen, wie die geschlechtergerechte Medizin oder die Lohnschere, Themen, die vielleicht früher nicht so brisant waren. Die Ursprungsthemen, die wir immer noch haben, ist die Vereinbarkeit Familie und Beruf. Es ist die Rentensituation, es ist das Thema Gewalt an Frauen, es ist das Thema mehr Frauen in der Politik, denn mehr Frauen in der Politik können auch etwas verändern. Also diese Themen haben uns auch die letzten 30 Jahre nicht losgelassen. Dann wollen wir ein bisschen darüber sprechen. Es gibt in diesem Zusammenhang ein großes Vorbild, haben Sie mir gesagt, und zwar Monika Hauser, die mittlerweile mit mehreren Preisen ausgezeichnete Frauenrechtlerin, die sich aber auch vor allem für sozial benachteiligte Frauen einsetzt. Was hat Sie daran so fasziniert? Ist es eine persönliche Begegnung mit ihr gewesen oder einfach das, was sie geleistet hat? Ja, Monika Hauser kannte ich natürlich aus den Medien. Ich habe sie über die Jahre auch verfolgt. Sie hat ja ganz erfolgreich ihre Organisation Medica Mondiale aufgebaut, die mittlerweile in vielen Ländern tätig ist. Und ich hatte dann die Möglichkeit, sie auch persönlich zu treffen. Sie war auch schon zweimal im Landesbeirat bei einer Sitzung dabei. Es ist einfach eine faszinierende Frau, die wirklich mit vollem Einsatz ihre Organisation aufgebaut hat. Sie ist ja Ärztin und die sich eben für die Frauen einsetzt. Sie sagt auch immer, sie möchte diese Preise eigentlich nicht. Ihr wäre lieber, die Regierungen würden mehr für die Frauen tun. Aber sie sagt, die Preise geben ihr Sichtbarkeit und geben dem Thema Aufmerksamkeit. Eine spannende Frau. Weil man exponiert sich da dann doch sehr. Also Sie stehen dann ja auch immer wieder in der Öffentlichkeit. Und ich habe auch den Eindruck, dass der Beirat in Ihrem Fall eine lautere Stimme haben muss als zum Beispiel andere Beiräte, die die Landesregierung in Fachbereichen beratend unterstützen oder ihr zur Seite stehen. Warum ist das so? Ja, ich glaube, dass das Thema Frauen und die Wichtigkeit der
Chancengleichheit für Frauen oder auch das Einsehen, dass Frauen eben nicht die gleiche Ausgangsposition in vielen Bereichen haben wie Männer, dass das oft verkannt wird. Dass es heißt, ja, ihr könnt ja trotzdem alles tun. Es verbietet euch ja niemand nichts. Aber wenn wir schauen, bis vor 10 Jahren war es nicht selbstverständlich, dass Frauen oder junge Mädchen technische Berufe erlernen oder nur eine Gewerbeoberschule besuchen oder dass junge Mädchen oder Frauen bei der Feuerwehr sind. Da hat es viele Feuerwehren gegeben, Freiwillige, die gesagt haben, das kommt überhaupt nicht in Frage. Mittlerweile haben wir in Finchgau 2 Kommandantinnen. Also es ist wichtig, Ungerechtigkeiten aufzuzeigen, etwas zu tun, damit es eben andere dann besser haben. Ein großes Thema ist auch Gewalt gegen Frauen. Ich glaube, Monika Hausers Großmutter war ein Gewaltopfer. Sie selbst haben, wie wir schon gehört haben, in Spanien ein Semester lang studiert. Dort war Gewalt gegen Frauen damals ein ganz wichtiges Thema, das so diskutiert wurde wie heute bei uns. Und die Spanier haben offensichtlich irgendetwas besser gemacht, denn die Situation hat sich verändert. Bei uns ist es leider noch nicht so. Woran liegt das? In Spanien war es normal, wenn ich den Fernseher eingeschaltet habe, dass dort über Frauenmorde und Gewalt gegen Frauen berichtet wurde, so wie es heute leider bei uns ist. In Spanien sitzen aber mittlerweile schon seit vielen Jahren viel mehr Frauen in den Parlamenten, in den Gemeindestuben. Die Frauen haben sich dafür eingesetzt, dass die Gesetze geändert werden. Und wenn in Spanien Gewalt gegen Frauen passiert, dann gehen ganz viele Frauen und auch Männer auf die Straße. Gewalt gegen Frauen ist ein Männerthema. Es beschäftigen sich aber ganz oft Frauen damit. Wir brauchen hier aber die Männer. Und ich habe schon den Eindruck, dass auch in Südtirol jetzt die Männer lauter werden und sagen, wir sind nicht alle so, wir tolerieren das auch nicht. Und da auch hinschauen, wenn ihre Partnerin, ihre Freundin, ihre Bekanntin, Arbeitskollegin und so weiter Gewaltopfer wird, dass sie hier auch unterstützen. Und wir brauchen aber viel mehr, die sagen, stopp, mit uns auf die Straße gehen und sich dafür einsetzen. Da wären wir wieder beim Thema Sensibilität, aber auf männlicher Seite. Sie haben mir gesagt, dass der Fall, der Mordfall Barbara Rauch etwas verändert hat in Südtirol diesbezüglich. Wie darf ich das verstehen? War der mediale Aufschrei, die Tragik in diesem konkreten Fall einfach groß genug, um den einen oder anderen wachzurütteln? Ich glaube, Barbara Rauch, es ist eine junge Frau, die eine kleine Tochter hatte, die eben an ihrem Arbeitsplatz dann ermordet wurde, dass viele so betroffen sind, weil es auch sie selbst hätte treffen können. Sie wurde ja von einem Mann gestalkt, der sich in sie verliebt hat. Und obwohl sie ihn zurückgewiesen hat, das nicht einsehen wollte. Und es gibt in Südtirol viele solcher Fälle. Und ich glaube auch, dass das noch einmal eine Situation war, wo viele Frauen, die selbst Opfer von Gewalt wurden, gemerkt haben, sie tun den Kindern keinen Gefallen, wenn sie in dieser Gewaltsituation bleiben. Und sie müssen versuchen, mit Hilfe auch anderer aus dieser Gewaltspirale auszubrechen. Für uns ist es immer ganz wichtig, diesen Frauen zu sagen, es gibt Hilfe auszubrechen. Es ist kein einfacher Weg, aber sie tun wirklich den Kindern und sich selbst einen großen Gefallen, wenn sie hier versuchen, Hilfe zu holen. Das war nicht ihr Partner, es gab auch keine Freundschaft, aber er hat sie reich beschenkt und war ganz offensichtlich in sie verliebt. Es war ein Südtiroler, ich glaube auch das muss man dazu sagen. Oft sagt man, ja, das passiert irgendwo unten in Italien oder das ist ein Problem, das die Ausländer aus anderen Kulturkreisen haben, weil die das anders wahrnehmen, weil sie eben aus einer anderen Kultur stammen. Aber das ist in dem Fall alles nicht so. In ganz vielen Fällen ist es so. Nicht so. Wenn wir uns die Zahlen anschauen, die Täter kommen ganz oft aus Südtirol und der Mord ist ja nur die Spitze des Eisberges. Und ganz oft, es gibt ja ganz viele Beziehungen, besonders in den Trennungsphasen, wo Frauen dann Opfer von Gewalt werden. Und die Zahlen der ausländischen Täter sind gering im Verhältnis. Also wir können nicht sagen, das betrifft uns nicht, sondern es sind auch die Südtiroler Männer, die eben sehr große Gewaltbereitschaft zeigen. Und im Verhältnis zum restlichen Staatsgebiet ist wirklich das Risiko, in Südtirol Opfer von Gewalt zu werden, gemessen an der Einwohnerzahl, wesentlich höher. Und das ist auch sehr schockierend. Woran liegt das, Frau Oberhammer, dass wir da so ein großes Problem haben in Südtirol? Ich glaube, dass in Südtirol die Gesellschaft grundsätzlich sehr verschlossen ist. In Südtirol kennt irgendwie jeder jeden.
Wenn solche Situationen entstehen, dann braucht man, hat man oft selbst nicht die Kraft und braucht Hilfe von außen. Die Nachbarn wissen es, die Freunde, die Familie wissen es und schauen manchmal nicht hin, wollen sich nicht einmischen. Und das ist natürlich dann auch einfacher, da muss ich mich nicht mit diesem Thema beschäftigen. Ich würde mich auch schwer tun, glaube ich, wenn ich wüsste, dass bei mir in der Nachbarschaft oder im Freundeskreis so ein Fall ganz eklatant vorhanden wäre oder sichtbar wäre. Gibt es Erkenntnisse darüber, wie man sowas am besten macht? Müssen wir uns einfach mehr trauen, um es anders zu fragen? Wir müssen uns mehr trauen und es gibt auch Hilfseinrichtungen. Wir haben mehrere Frauenhäuser, Frauen helfen Frauen. Also wir haben schon auch Einrichtungen, die hier beratend zur Seite stehen können. Man soll sich natürlich selbst nicht in Gefahr bringen, aber auch nur einmal die Carabinieri zu rufen, damit die hinschauen. Ich habe selbst schon einmal abends in der Nachbarwohnung gesehen, wie eine Frau oder zwei junge Frauen geschlagen wurden und ich habe sofort die Carabinieri gerufen, weil ich gesagt habe, das kann es nicht sein, dass hier niemand nichts tut. Ich sehe es, das war genau vis-à-vis und für mich war das selbstverständlich und ich denke, es sollte genau darum gehen, denn Gewalt an Frauen geht uns alle an. Wir als Gesellschaft müssen die Frauen schützen, wir müssen sie unterstützen und wir müssen schauen, auch für die Kinder, denn die Kinder, die Gewalt miterleben, auch wenn sie selbst nicht direkt Opfer sind, aber mit ansehen müssen, was ihrer Mutter angetan wird, die werden das ein Leben lang nicht vergessen und die werden dann selbst natürlich traumatisiert. Das Problem ist oft die fehlende Einsicht, dass man auch an sich selbst arbeiten muss. Die Entscheidung natürlich, wer von beiden jetzt Recht hat oder was de facto passiert ist, wir sind ja nicht dabei. Diese Aufgabe haben natürlich die Gerichte, die Staatsanwaltschaft, die Polizeikräfte, die hier auch ausgebildet werden müssen, damit sie hier sensibler werden. Das ist vom Gesetz vorgesehen, nur wird das noch nicht umgesetzt. Also das muss man natürlich auch lernen und erkennen, auch in den Krankenhäusern. Wenn Menschen kommen mit Verletzungen, dann muss doch das Krankenhauspersonal, die Ärzteschaft, ein Auge bekommen, ob das jetzt stimmt, wenn die Frau sagt, ich bin die Stiegen runtergefallen. Ja. Das merken sie schon aufgrund der Verletzungen, dass das eben nicht stimmen kann. Ja. Und da müssen wir halt einfach alle mehr hinschauen, es hinterfragen und eben für uns alle, schlussendlich profitieren wir ja alle davon, wenn es den Menschen besser geht in Südtirol. Es hat Corona auch dazu geführt, dass sich der Arbeitsmarkt verändert hat. Es gab, haben Sie mir im Vorgespräch erzählt, viele Kündigungen, gerade bei Frauen, weil Familie und Beruf so schwierig zu vereinen sind, gerade in Zeiten wie dieser pandemischen Zeit, die wir nun hoffentlich hinter uns haben. Jetzt bewegt sich am Arbeitsmarkt einiges. Es gäbe die Notwendigkeit, Arbeitskräfte schnell wiederzufinden, bei manchen Unternehmen zumindest in Südtirol. Verändert sich da jetzt vielleicht etwas? Also haben Sie, anders gefragt, die Hoffnung, dass sich das jetzt etwas verbessert? Es muss sich etwas verbessern. Also auch die Arbeitgeberseite muss hier flexibler werden, um gutes Personal zu finden. Und Corona hat ja gezeigt, dass vor allem Frauen dann zu Hause bleiben mussten. Sie mussten sich um die Kinder kümmern. Auch natürlich, wenn es jetzt in der Familie Quarantänefälle gibt, dann sind es vorwiegend die Frauen, die zu Hause bleiben müssen. Das muss nicht so sein, aber natürlich ist es für Frauen eine Erleichterung, wenn sie zum Beispiel dann von zu Hause aus arbeiten können, wenn sie sich die Arbeitszeit flexibel einteilen können und sie selbst entscheiden, ob sie vormittags, nachmittags oder auch abends arbeiten, weil dann vielleicht der Partner auch zu Hause ist. Aber es braucht beide und für Frauen, die wieder in die Arbeitswelt zurückkommen möchten, ist es natürlich jetzt ein guter Zeitpunkt. Sie können auch sich eher die Arbeit aussuchen. Früher mussten ja Frauen, die in Teilzeit aus der Mutterschaft zurückkamen, froh sein fast von Seiten des Arbeitgebers einen Job zu bekommen. Hm. Und jetzt können Sie ganz anders verhandeln. Sie haben gerade das Wort beide gesagt. Da möchte ich ein bisschen nachhaken. Sie sind verheiratet, Kinder haben Sie keine. Ihr Mann ist, glaube ich, IT-Techniker. Roland Weißensteiner heißt er, wenn ich richtig bin. Weißensteiner, Verzeihung. Wie kann ich mir das vorstellen? Kocht er ab und zu? Sie haben mir gesagt, er ist Feminist. Was ist anders an Ihrer Beziehung zu Hause, Frau Oberhammer, als vielleicht der ein oder anderen von den Damen und Herren, die uns jetzt am Sofa sitzend zuschauen? Also er sagt selbst immer, er ist Feminist, also ihn regen dann gewisse Dinge schrecklich auf, wo er sagt, das kann er jetzt nicht sagen oder schau dir mal das Bild an, das geht ja überhaupt nicht. Ich habe das große Glück, dass er sehr gerne kocht, also abends, oder er kocht, grundsätzlich kocht fast immer er.
auch in seiner Familie, auch sein Vater kocht, sein Bruder ist Koch, weil eben der Großvater nicht kochen durfte. Der wäre gern Koch geworden oder zu Hause kochen. Das war früher nicht möglich, der Oma hat das nicht gefallen. Und er kocht eben leidenschaftlich gerne. Ich übernehme dann andere Hausarbeiten, aber wir machen das wirklich gemeinsam. Das heißt, es geht ums Teilen. Ja. Wenn man vom Konzept beide gleichberechtigt spricht, dann geht es ums Teilen. Oder geht es um die Wahrnehmung auf männlicher Seite, dass bestimmte Dinge vielleicht einfach mal anders gemacht werden können? Ich mache ein Beispiel. Ich habe eine Kollegin, mit der ich viel zusammenarbeite. Sie ist Kamerafrau. Und wenn wir irgendwo gemeinsam hinkommen, zu einem Kunden oder bei einem Interview, dann passiert es uns oder mir ganz oft, dass jemand zu mir sagt, das können Sie doch Ihrer Mitarbeiterin oder Assistentin sagen oder bitten wir doch Ihre Assistentin, dass sie das und das tut. Dann sage ich oft, na, das ist nicht meine Assistentin, sondern das ist meine Kollegin, die arbeitet bei mir im Unternehmen mit, ist daran beteiligt und die ist für diese Rolle verantwortlich, die macht das schon. Passiert mir auch ganz oft, dass ich das Gefühl habe, ich muss das erklären. Ist es genau das? Ist es dieses Bild, das wir im Kopf haben? Ja, Frauen sind meistens dann die Sekretärin oder die Assistentin und der Mann, wenn es umgekehrt ist, es gibt ja auch Sekretäre und Assistenten, die werden anders wahrgenommen. Und es geht eben genau darum, Frauen mehr wertzuschätzen, Frauen auf die gleiche Ebene zu stellen und wirklich auf Augenhöhe gemeinsam die Dinge auch zu machen. Also auch wieder Sensibilität. Ja. Und da kann man ja morgen mit anfangen, oder? Das mal bei sich selber so ein bisschen zu überprüfen, wie handhabe ich das in meiner Wahrnehmung? Wie mache ich das zu Hause? Wie mache ich das am Arbeitsplatz? Oder was gibt es da für eine Faustregel, die Sie uns jetzt mit auf den Weg geben? Nicht erst morgen, also alle könnten ja schon heute Abend damit beginnen. Selber das Bier holen, zu Hause beim Fernsehschauen. Nein, ich will es nicht ins Lächerliche ziehen, aber ich möchte damit sagen, dass es bei uns Männern liegt, dass wir damit anfangen müssen, oder? Ja. Und es geht darum, dass der Mann nicht der Frau zu Hause im Haushalt hilft, sondern er wohnt ja auch zu Hause, also ist auch sein Haus und dass er seinen Part übernimmt und die Frau den anderen Part. Wie sie das da machen, wer was macht, das müssen sie sich selbst ausmachen, aber eben nicht dieses Mithelfen. Männer wollen dann ganz oft gelobt werden. Sie sagen, ja, ich habe jetzt den Müll rausgetragen, ich habe das getan. Ja, das sollte eigentlich selbstverständlich sein. Und darum geht's. Ja. Alles klar. Frau Oberhammer, zum Abschluss, wir haben leider nicht mehr viel Zeit. Sie machen sich selbstständig, haben wir eben schon gesagt, neue Perspektiven, neue Herausforderungen. Was kommt jetzt in Zukunft? Also Sie haben ja schon einmal für die Politik sich engagiert, für den Landtag kandidiert, tun das nach wie vor für die Rechte der Frauen und eine gleichberechtigte Behandlung in Südtirol der Frauen. Wohin geht die Reise? Das wird sich zeigen. 2022 ein sehr spannendes Jahr. Wie gesagt, ich habe mich jetzt gerade selbstständig gemacht und wir werden schauen, wo es hingeht. Es ist sicherlich viel Arbeit, aber ich werde mich sicherlich auch weiterhin für die Frauen und für die Menschenrechte einsetzen. Bitte tun Sie das und mit großem Erfolg. Ich wünsche Ihnen diesen von Herzen. Vielen Dank für das interessante Gespräch. Dankeschön. Dankeschön auch von meiner Seite. Ihnen ein Dankeschön fürs Zuschauen, meine Damen und Herren. Das war privat. Ich hoffe, Sie sind auch das nächste Mal wieder mit dabei. Bis dann, auf Wiedersehen und machen Sie es gut.